Aha. In Ordnung, ich werde mich mal danach umsehen. Ich habe ein paar Fragen zu Izzy und die Katakomben, die unter diesem Tempel liegen. I'll tell you what I can. Ich werde dir alles sagen, was ich dir sage. Ich werde dir alles sagen, das ich dir sagen kann. Was war mit Isaria? He's no Juana, nor a deaf god like neither, but he was a high priest of Bereth. His heir was a Diren, a hunter, chasing the undead 200 years ago. Er ist weder ein Juana noch ein Gottgleicher des Todes, aber er war ein Hohepriester von Berat. Isaria war ein Ederianer, ein Jäger. Er hat vor 200 Jahren die Untoten verfolgt. Ja, schon mal nicht schlecht. Read somewhere one tome, he sailed to the Deadfire for a weapon, abhorrent to Bereth. Said the blade held a power most fearful. Es ist irgendwo in einem dieser Folianten nachzulesen. Er ist zum Todesfeuer gesegelt, um sich eine Waffe zu beschaffen. Eine, die Bereth verabscheut hat. Er hat behauptet, die Klinge besäße eine furchterregende Macht. Das Gesicht des Priesters ist vor Eifer gerötet. Seine Stimme wird lauter und er spricht, bis er nach Atem ringen muss und ihn einen Hustenanfall packt. Isair fought hard for it. Won the blade. But suffered grievous wounds. Isaria hat schwer darum gekämpft. Er konnte die Klinge an sich nehmen, doch er wurde dabei schwer verwundet. Bereth kept him alive, till he could make it to the temple's catacombs. His champions were the ones who wrote his eulogy. Later, they were buried in the sepulchres too. Bereth hat ihn am Leben erhalten, bis er es zu den Katakomben des Tempels geschafft hatte. Seine Champions waren diejenigen, die seine Grabrede geschrieben haben. Später wurden sie ebenfalls in den Gräbern begraben. Wie gelange ich in die Katakomben unter dem Tempel? You've got to go outside, on the lower walkway. Doors sealed up tight, though. Du musst nach draußen gehen, auf den unteren Fußweg. Die Tür ist jedoch fest versiegelt. Priest before me. All death godlikes could open it. Door requires a coil, resonating with Bereth's chime. But I haven't met a death godlike in my time. Die Priester, die vor mir kamen, als Gottgleiche des Todes, konnten sie öffnen. Die Tür funktioniert mit Hilfe einer Spule, die auf den Glockenklang von Bereth reagiert. Aber zu meinen Lebzeiten bin ich keinem Gottgleichen des Todes begegnet. Ich würde gerne mehr über die hängenden Gräber erfahren. They're from the long forgotten time, when there was only Juana living in the mountain. Sie stammen aus einer längst vergessenen Zeit, als im Berg ausschließlich Juana lebten. They got carved in even before the temple sprung up. Before there was Neketaka or a queen. Sie wurden gestützt, bevor der Tempel entstanden ist, sogar bevor es eine Kataka gab oder eine Königin. They're well guarded, because not all of Bereth's dead like the rest in their graves. Sie sind gut bewacht, schließlich verharren nicht alle Toten vom Berggerände gerne in ihren Gräbern. Gut, ich habe über den Augenblick genug gehört. All right. But there's something you've got to know. Or I guess I've just got to say. In Ordnung, aber da ist etwas, das du wissen musst. Oder vielleicht muss ich es auch einfach nur einmal aussprechend, schätze ich. Der Priester bewegt den Kopf rasch auf und ab. Unter seinem Hemd zieht er einen aus Stein gemeißelten Reif hervor, der das Bild eines Aals darstellt. Der Anhänger vibriert über die gesamte Länge der Kette immer intensiver, je mehr er ihn in deine Nähe bringt. You are my best chance. Or only, maybe. Take the coil. It'll open the crypts. Bring me Isair's eulogy, and I'll teach you all I know of Bereth's Arcana. Du bist meine beste Chance, oder auch meine einzige, je nachdem. Nimm diese Spule, sie öffnet die Gruften. Bring mir Isair's Grabrede, und ich werde dir alles über Bereths Geheimnis beibringen, das ich weiß. Ich habe die Spule des Aals erhalten. Eine Unendlichkeitsspule an einer langen Kette. Sie zweigt zwei ineinander
Schlingende Aale. Wenn dieser Anhänger mit einem Beraf-Glockenturm mitschwingt, kann er das Tor in den hängenden Grabkammern öffnen. Mhm. Du hast etwas von den Untoten in den Katakomben erwähnt. The dead with their souls. They roam still. The ones who were chosen by Beraf. Die Toten mit ihren Seelen, sie treiben sich noch immer herum. Diejenigen, die von Beraf auserwählt wurden. Not everyone's born so blessed. Sometimes instead, you've got to die for it. Ja, nicht jeder wurde solchermaßen gesegnet geboren. Manchmal muss man stattdessen dafür sterben. Sehr tolle Aussichten. Dann lebt mal wohl. Ja, das war jetzt ein sehr langes Gespräch mal wieder. Worunter fällt das? Grabrede für die Toten. Ernsthaft, ich sehe die Quest gerade nicht. Ein flüchtiger Blick ins Jenseits? Achso, das ist das Beseelungsexperiment. Ja, Florn bat mich, beim Turm der Sehnsucht mit dir zu sprechen, sobald ich bereit bin, das Experiment zu versuchen. Florn behauptet, ihre Forschungsgruppe hätte einen Weg gefunden, meine Fähigkeit durch das Zwischenreich zu reisen. Zu nutzen, um mich nun von einer anderen Säule zu einer anderen zu senden. Sie möchte, dass ich an ihren Experimenten teilnehme. Mhm. Ah, Grabrede für die Toten. Kaso, der Beraton-Priester, will einen heiligen Text bergen, die Grabrede für Isir. Die Grabrede ruht in den Katakomben unter der heiligen Treppe, einem Ort, der nur von Berat Gezeichnete betreten dürfen. Steige in die hängenden Grabkammern hinab. Kaso meinte, dass die Grabrede für Isair in Steintafeln eingeritzt worden sei, die nun in den hängenden Grabkammern liegen. Einem Komplex von Katakomben unter der heiligen Treppe. Ich kann den Haupteingang zu den hängenden Grabkammern direkt vor dem Tempel von Berat finden, am unteren Weg. Nur jene, die Berats Zeichen tragen, dürfen die Spule des Aals als Symbol der Göttin benutzen, um die Gräber unter dem Tempel zu betreten. Ich habe die Spule des Aals besorgt. Ja, da brauche ich immer noch von Alof mehr Aussagen. Das ist die Erzmagier-Sache. Das ist immer noch die Familienstolz-Sache mit den zwei Familien. Ja. Das ist Eddas Quest. Das ist die Kartografierung. What can I do? So, das heißt, ich kann eigentlich wieder diesen Ort verlassen. Ich könnte jetzt nach unten gehen in die hängenden Gräber, aber das will ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde die beiden Nebenquests, also das Erzmagierlabor und die Gräber, erst machen, wenn ich aus Hasongo zurück bin. So wie viele andere Sachen auch, weil wir haben uns ja jetzt hauptsächlich mit Sightseeing in der Hauptstadt beschäftigt. Außer mit der, außer mit der Gasse oder wie das Ding nochmal hieß. Also eigentlich die Slums. Die möchte ich mal außen vor lassen erstmal. Ich möchte erstmal ein bisschen in der Hauptquest dann fortfahren. Und mir mal die Insel, auf der Nekataka liegt, ansehen. Ja, sehr schönes leuchtendes Grün. Ich muss ja auf jeden Fall meine Reputation verbessern. Bei den drei Gruppen. Überall habe ich zwar eine 1, aber eine 5 zu haben, wäre nicht schlecht. Und ja, aus irgendeinem Grund sehe ich nicht, wie bei den anderen, wie sie zu mir stehen. Ja, Poetoasianer, Antiotasianer. Ja, Alof. Mag ihn nicht. Mit dem beiden sind wir halt doch neutral, weil wir sie noch gar nicht mitgenommen hatten.
ein Markratenmensch. I dare you to go inside. No, Tengaloho will eat me. Ja, da haben sie wirklich Angst, dass Tengaloa sie fressen wird. Ja, Magran-Anhänger. Ja, wir haben ja hier den Tempel von Magran, den Tempel von Berat und hier hinten ist halt der Tempel von Gaun noch. Und das war's eigentlich. Das sind hier so die drei Hauptgottheiten scheinbar. Wobei eigentlich hier noch ein Rondra-Tempel sein sollte, aber ich denke mal eher, dass das die Wasserformer-Schule hier in Perikis Aussichtspunkt ist. Ach ja, der Schlund. Genau. Warum auch immer mein Symbol gerade hier ist, obwohl ich in der heiligen Treppe bin. Supplies, get your supplies here. Na dann, gehen wir mal wieder aufs Dach und lassen uns durch die Gegend porten. Dann sind wir erst einmal in Nekataka fertig. Wie gesagt, wir nehmen Quest, kann ich mal dann machen, wenn wir der Hauptquest ein bisschen vorwärts gekommen sind. Wobei ich bei solchen Spielen immer ein bisschen Angst habe, dass, wenn man zu weit in der Hauptquest voranschreitet, man Nebenquests nicht mehr abschließen kann. Was allerdings bei Pillars of Eternity ein bisschen komisch wäre. Also lassen wir uns jetzt erst einmal beamen. Tag. Come to watch us work? It's not as exciting when we're running through calculations. Willst du uns bei der Arbeit beobachten? Es ist nicht ganz so aufregend, wenn wir unsere Berechnungen durchgehen. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Comes with the job, doesn't it? Natürlich, Amico. Das gehört zu meinem Job mit dazu, nicht wahr? Beseda war in Dürwa nicht sehr beliebt. Haben die Huana Ärger bereitet? Oh, things are much different here. The Huana may not have the same passion for the field as the Republics, but we understand we're doing research, not sacrificing children to wolves or whatever it is the Deerwood believes. Oh, hier liegen die Dinge ganz anders. Die Huana zeigen zwar nicht dieselbe Begeisterung für dieses Gebiet wie die Republiken, aber sie verstehen genau, wir betreiben Forschung. Und doch waren keine kleinen Kinder den Wölfen oder was auch immer bei dem Dürrwart von uns glaubt. So, no riots. Fortunately, news out of the Deerwood doesn't mean much to this lot. Also keine Aufstände. Glücklicherweise sind Nachrichten aus dem Dürrwart diesen Leuten nicht sehr wichtig. Florian zwinkert, um deutlich zu machen, dass sie scherzt. Ja, das hoffe ich für sie, weil das, was im Dürrwald passiert ist und wo wir mittendrin gesteckt sind, war nicht schön. Das kommt mir wie ein merkwürdiger Ort vor, um Experimente durchzuführen. It took us a few months to adapt. A few bad shocks too, before we finished proofing the machinery against rain. I like to think it lends it all a little drama, no? Besides, how better to honor Helia than with invention? Ah. Helia, die Göttin des Himmels. Wir haben ein paar Monate gebraucht, um uns anzupassen. Wir haben auch ein paar böse Überraschungen erlebt, bevor es uns endlich gelungen war, die Maschine vor dem Regen zu schützen. Ich bin der Meinung, es verschafft allem etwas Dramatisches, nicht wahr? Außerdem, womit könnte man Hylia wohl besser ehren als mit Erfindungen? Das ist alles. For now, ne? No trouble if you think of anything else, Amico. Das erste wenigstens was? Es ist kein Problem, wenn du etwas anderes denkst, Amico. Also, was dieses Experiment betrifft. Settle your nerves. We can get underway whenever you're ready. Haben sich deine Nerven wieder beruhigt? Wir können anfangen, wann immer du bereit bist. In Ordnung, packen wir es an. Very well. You stand there. Ansel, the machine. Geladen. Oh gut, du stehst dort. Ansel, die Maschine. All right, Watcher. Remember, focus on the beam of light. In Ordnung, Wächter. Und denk dran, konzentriere dich auf den Lichtstrahl. It ought to be like stepping through a door. Letztendlich ist es nichts anderes, als durch eine Tür zu treten. Nur, dass es auf der anderen Seite nicht gerade so schön aussieht. Und denk dran, du darfst nicht. Ihr darf nicht was, niesen? Staufen? Actually here, Cap? Or do we just think we be? Yeah.
Questerfahrung. Ein flüchtiger Blick ins Jenseits. Etwas ist bei dem Experiment gehörig schiefgegangen. Ich bin irgendwo im Zwischenreich gelandet. Ja. Wenn du dieses Loch hinabsteigst, Captain, wirst du nie wieder daraus auftauchen. Ja, dann lassen wir das mal lieber und gehen einfach weiter. Shit. Take this. Very well. Peitschende Fäule. That looks complicated. Die hat sogar was getroppt. Geisterreste.